Hey, Computerenthusiast, Torben hier. Willkommen zu regulären Ausdrücken in verschiedenen Sprachen. Dieses Video ist Teil einer Reihe von Videos, die im Zuge einer Veranstaltung an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften entstanden sind. In den bisherigen Videos haben meine Kommilitonen die Basic, Details und Theorien von regulären Ausdrücken besprochen. In ihren Videos haben sie dazu Tools verwendet, die reguläre Ausdrücke anwenden und die Ergebnisse anzeigen. Doch wie schaut das aus, wenn ich einen regulären Ausdruck in einer meiner Programmiersprachen benutzen will? Genau dieser Frage gehen wir in diesem Video nach. Doch bevor es losgeht, blicken wir nochmal auf den Titel dieses Videos. Reguläre Ausdrücke in verschiedenen Programmiersprachen. Klingt ziemlich sperrig. Vielleicht sollte man diesen Titel abkürzen. Und womit geht das besser als mit einem regulären Ausdruck? Es gibt viele Möglichkeiten, für das Abkürzen-Szenario einen regulären Ausdruck zu verfassen. Einer ist es, auf beliebig viele aufeinanderfolgende Buchstaben zu matchen und den ersten davon in einer Fangklammer einzufangen. Auf diese Weise können wir zum Bilden der Abkürzung auf den ersten Buchstaben zurückgreifen. Aber wie müsste ein solcher regulärer Ausdruck aussehen? Ich habe hier drei Vorschläge. Welcher davon, glaubst du, ist geeignet, um das Abkürzen durchzuführen? Wenn du dich für einen regulären Ausdruck entschieden hast, so liegst du richtig. Denn alle drei regulären Ausdrücke sind gültig, je nachdem, wo man sie einsetzt. Der erste zum Beispiel kann so in Perl verwendet werden. Der zweite ist nach POSIX-Standard verfasst. Man sieht, die sind sich beide noch relativ ähnlich. Der dritte, der vollkommen anders aussieht, kann so in Microsoft Office verwendet werden. Das Beispiel zeigt, dass regex nicht gleich regex ist. Es gibt keinen Standard, der vorschreibt, wie reguläre Ausdrücke aufgebaut sein müssen. Glücklicherweise erfindet nicht jeder Programmierer seine eigene Version von regulären Ausdrücken. Die meisten orientieren sich an dem Format von Perl bzw. POSIX. Und auch diese beiden unterscheiden sich größtenteils nur durch die Definition der Zeichenklassen. In der Tabelle ist das schön zu sehen. Dort sieht man, dass POSIX für die Zeichenklassen in eckigen Klammern und Doppelpunkte eingefasste Wörter verwendet, wogegen Perl die schon aus den anderen Beispielen bekannten escapeden Buchstaben verwendet. Nachdem wir nun den Titel dieses Videos nach Reifs abgekürzt haben, schauen wir mal, was ich noch alles für euch vorbereitet habe. Zunächst möchte ich etwas Allgemeines sagen. Danach fahren wir mit den Programmiersprachen Perl, C, C#, JavaScript und Python fort. Am Ende kommen dann noch kurz OpenOffice bzw. LibreOffice und die Office Suite von Microsoft dran. Allgemein lässt sich feststellen, dass das Ergebnis von regulären Ausdrücken von 2 bis 3 Faktoren abhängt. Einer ist natürlich der reguläre Ausdruck selbst. Darüber hinaus spielen Einstellungen der Regex-Engine eine Rolle. Diese wären zum Beispiel Global Matching, um alle Vorkommen zu finden, anstelle nur des ersten Vorkommens, die Unterscheidung bzw. Nichtunterscheidung von Groß- und Kleinschreibung, sowie die Unterscheidung zwischen mehr- und einzeiligen Modus, der Einfluss auf das Caret-Zeichen bzw. das Dollar-Zeichen im Regex hat. Wird eine Substitution durchgeführt, so spielt natürlich auch der Ersetzungsstring eine wesentliche Rolle für das Ergebnis. Beginnen wir mit Perl. In Perl sind reguläre Ausdrücke kein Beiwerk zu der Programmiersprache. Sie sind elementarer Bestandteil dieser. Entsprechend ausgereift ist auch die Regex-Engine, die sämtliche Funktionen, die meine Kommilitonen in den anderen Videos erklärt haben, unterstützt. Darüber hinaus hat sie sich zu einem inoffiziellen Standard für reguläre Ausdrücke entwickelt. Viele andere Programme richten sich an die Notation, wie sie Perl verwendet, auch wenn sie nicht die volle Funktionalität von Perl erreichen.
Hier sehen wir ein sehr einfaches Perl-Programm. Es wird versucht, den Namen Victor in dem darüber stehenden Satz zu finden. Da der Name vorkommt, erscheint auch die Ausgabe, der Text handelt von Victor. Aber wie wird hier der reguläre Ausdruck genau angewendet? Die Antwort finden wir in der Bedingung des If-Konstrukts. Hier finden wir den Gleichheitszeichen Tilde-Operator, mit dem ein darauffolgender regulärer Ausdruck in Perl-Notation auf eine davorstehende Variable bzw. einen davorstehenden String angewendet werden kann. Die Perl-Notation ist wie folgt aufgebaut. Für Matching beginnt sie mit einem M, gefolgt von dem regulären Ausdruck und den Optionen für die Regex-Engine. Alle diese drei Bestandteile sind getrennt von Slashes. Für eine Substitution beginnt sie mit einem S, gefolgt von dem regulären Ausdruck, dem Ersatz für die Matches sowie wiederum den Optionen für die Regex-Engine. Die Schrägstriche hier sind austauschbar gegen jedes andere Sonderzeichen. Wird jedoch der Schrägstrich verwendet, kann man beim Matching das M auch weglassen und direkt mit dem Schrägstrich anfangen. Es ist auch möglich, Sonderzeichen zu benutzen, die sowohl ein öffnendes als auch ein schließendes Zeichen haben. In diesem Fall muss man beim Matching den regulären Ausdruck entsprechend des öffnenden und schließenden Zeichens umklammern. Gleiches funktioniert auch bei der Substitution. Dort muss das allerdings auch zusätzlich für den Ersatzstring gemacht werden. Um die Perl-Notation zu vervollständigen, müssen wir jetzt nur noch die Option für die Regex-Engine kennenlernen. Hier haben wir zum Beispiel G für Global Matching, I für case-sensitive Anwendung des regulären Ausdrucks, M für Multiline, wodurch Zeilenanfang und Ende entsprechend dem Caret und dem Dollarzeichen matchen, dem Single-Line-Modus, wodurch Caret und Dollarzeichen nur Anfang und Ende des Strings unabhängig von neuen Zeilen berücksichtigen und die Option X, die es erlaubt, den regulären Ausdruck über mehrere Zeilen zu verfassen, was normalerweise nicht erlaubt ist. Hier sehen wir ein weiteres Perl-Programm. In diesem Fall versuchen wir, alle Wörter zu finden, die mindestens ein Umlaut oder SZ enthalten. Die Besonderheit hier ist, dass wir ja nicht nur das erste vorkommende Wort finden wollen, sondern alle. Zu erkennen daran, dass wir die Option G hinter den regulären Ausdruck angehängt haben. In diesem Fall liefert uns der Gleichheitszeichen Tilde-Operator kein Boolean, dass ein entsprechender Match gefunden wurde oder nicht, sondern er liefert uns eine Liste von Wörtern, auf die der reguläre Ausdruck zutrifft. Wie erwartet, gibt uns das Programm die Wörter 12 Boxkämpfer über und großen aus. Möglicherweise ist dir in dem Beispiel die $-Variable aufgefallen. Hierbei handelt es sich um die Arbeitsvariable, die Perl automatisch setzt bzw. liest, sofern der Programmierer nichts explizit angegeben hat. Diese Variable ist quasi magisch, weil es passiert von selbst. Es gibt noch weitere Variablen, die ähnlich funktionieren, wenn man reguläre Ausdrücke verwendet. Diese wären dann unter anderem noch $und, die den gesamten String, der gematcht wurde, enthält, $gravis, mit dem der String vor dem Match eingefangen wird, $einfaches Anführungszeichen, das den String nach dem Match enthält, und $1 bis $n, entsprechend beliebig viel, je nachdem, wie viele Fangklammern man denn in dem regulären Ausdruck verwendet hat. Denn hier wird deren Inhalt gespeichert. Auch hierfür noch ein Beispiel. Diesmal benutzen wir eine Substitution, um die Herausforderung für Victor ein wenig zu erhöhen. Anstelle
einer Gruppe von Boxkämpfern soll er gegen eine größere Gruppe von Ninjas antreten. Hierfür verzichten wir allerdings auf den Gleichheitszeichen-Tilde-Operator, sondern nutzen stattdessen die Arbeitsvariable von Perl. Im Anschluss schauen wir uns die eben genannten magischen Variablen mal genauer an. Wir sehen, die Arbeitsvariable hat sich entsprechend der Substitution verändert. Victor wird jetzt von mehr als 12 Ninjas quer über den großen Sylter Deich gejagt. Interessant sind jedoch die anderen magischen Variablen. Das Dollar und zum Beispiel enthält noch immer die 12 Boxkämpfer, auf die wir ursprünglich gematcht haben. Dollar Gravis dagegen enthält nichts, weil der Match exakt am Anfang des Strings vorkam und entsprechend davor kein weiterer Text zu finden ist. Das Dollar einfaches Anführungszeichen enthält dagegen den Rest des gesamten Textes. Und die Fangklammer 1 enthält 12, auf die wir gematcht haben und die wir in der Substitution wiederverwendet haben. Kommen wir nun zu einer anderen Programmiersprache, dem Urgestein C. Kurz gesagt, C kann keine regulären Ausdrücke. Zumindest sieht es selbst der aktuelle ISO-Standard von 2011, allgemein bekannt als C11, keine regulären Ausdrücke vor. Das heißt aber nicht, dass man keine regulären Ausdrücke in C nutzen kann. Neben der Möglichkeit, natürlich selbst eine Regex-Engine zu bauen, kann man aber schon fertige nutzen. In diesem Video werde ich auf die Regex.h eingehen, die als Bestandteil der POSIX-kompatiblen libc auf allen POSIX-kompatiblen Betriebssystemen zur Verfügung steht. Alternativ dazu gibt es noch PCRE, mit dem Perl-kompatible reguläre Ausdrücke in C genutzt werden können. Auch hierfür ein Beispiel. Wieder haben wir unseren Satz, in dem Victor von den Boxkämpfern gejagt wird. In diesem Fall möchten wir mit Hilfe des regulären Ausdrucks herausfinden, wer denn hier Victor jagt. Der entsprechende reguläre Ausdruck wird nach POSIX-Form in einer String-Variable gespeichert. Darüber hinaus benötigen wir noch zwei weitere Variablen, eine vom Typ regxt sowie ein Array vom Typ regmatcht. Mittels regcomp können wir den regulären Ausdruck vorbereiten, indem wir ihm die Variable vom Typ regxt übergeben, sowie den String mit dem regulären Ausdruck und den regex-engine-Option. Hier, dass der erweiterte POSIX-regex-Standard benutzt werden soll, sowie dass die regex-engine im Multiline-Mode arbeiten soll. Den so vorbereiteten regulären Ausdruck können wir dann mit regexec auf den Text anwenden. Die Ergebnisse werden in dem Array vom Typ regmatch gespeichert. Hierbei macht es sich allerdings die Implementierung sehr einfach, denn sie speichert dort nur die Anfangsposition bzw. Endposition des Matches oder der Fangklammer. Die weitere Verarbeitung, wie das Auslesen, was denn jetzt an der Stelle steht, oder das Substituieren an der Stelle, überlässt die Implementierung dem Programmierer. Kurz nochmal zusammengefasst, was nötig ist, um reguläre Ausdrücke mit Hilfe von regex.h nutzen zu können. Zunächst muss regex.h geladen werden, mittels include. Anschließend können wir den regulären Ausdruck vorbereiten, mit Hilfe von regcomp. Dieser erzeugt eine Datenstruktur vom Typ regxt, die gespeichert werden muss. Mit Hilfe dieser Struktur können wir regexec benutzen, um den regulären Ausdruck auf einen String anzuwenden. Die Ergebnisse werden in einem matcharray gespeichert vom Typ regmatcht. Mit Hilfe der darin enthaltenen Position für Beginn und Ende von Matches bzw. den Fangklammern können wir
unseren String verarbeiten. Darüber hinaus gibt es noch die Funktion regfree, mit der Ressourcen, die durch den regulären Ausdruck belegt werden, wieder freigeben zu können, sowie die noch weitere Funktion regerror, die uns über Fehler im Zusammenhang mit dem regulären Ausdruck informiert. Kommen wir nun zu der etwas neueren Variante C#. Hier haben wir wieder unseren altbekannten Satz, nur diesmal über mehrere Zeilen verteilt. Dieses Mal möchten wir das erste Wort in der jeweiligen Zeile finden und zusätzlich noch den ersten Buchstaben in eine Fangklammer einfangen. Den dafür nötigen regulären Ausdruck wenden wir mit der statischen Methode matches der Klasse regex an. Diesem teilen wir im Parameter neben dem Text natürlich den regulären Ausdruck und die Option für die regex-Engine mit. Als Rückgabewert erhalten wir eine Collection aus Match-Objekten, die wir mit einer Schleife durchiterieren und ausgeben. Wie wir sehen, das Programm funktioniert wie erwartet. Ein weiteres Beispiel. Diesmal haben wir drei Sätze und auf alle wollen wir den gleichen regulären Ausdruck anwenden. In diesem Fall versuchen wir herauszufinden, ob der Satz in irgendeinem Bezug zu Bayern steht. Hierfür erzeugen wir ein neues regex-Objekt, welches auf Bayer matcht und sowohl das davor als auch dahinterliegende Wort mit ausgibt. Im Anschluss iterieren wir durch die drei Sätze durch und wenden jedes Mal dasselbe regex-Objekt an mit einer dynamischen Methode match. Das Ergebnis geben wir wieder aus. Und hier sehen wir das Ergebnis der Programmausführung. Wir sehen, dass im ersten Text der Bayer zwischen Wacker und Vertilgt gefunden wird, wogegen im zweiten Text kein Bayer vorkam. Und im letzten Text wird Bayer am Ende des Satzes gefunden. Fassen wir nochmal kurz die Verwendung von regulären Ausdrücken in C# zusammen. Zunächst gibt es das regex-Objekt, das sich im Namespace System.Text.RegularExpression befindet. Diese stellt statische Methoden bereit für die einmalige Ausführung eines regulären Ausdrucks. Sollte man dagegen mehrere Male denselben Ausdruck ausführen, kann man die Klasse instanziieren und dann mehrfach verwenden mit Hilfe der dynamischen Methoden. Die Ergebnisse, also die Matches und Fangklammern, werden durch ein Match-Objekt repräsentiert, welches den Zugriff auf diese erlaubt. Mit dem Siegeszug des World Wide Webs wird JavaScript immer wichtiger. Mit neuen Technologien wie HTML5 wächst der Funktionsumfang von JavaScript stetig. Natürlich gehört dort auch eine regex-Engine dazu. Diese ist bereits schon seit langem verfügbar. Bereits 1995 haben alle gängigen Browser reguläre Ausdrücke in JavaScript unterstützt. Mal sehen, wie sich diese Implementierung heutzutage schlägt. Hier ist wieder ein neues Beispiel. Diesmal suchen wir nach allen kleingeschriebenen Wörtern in unserem wohlbekannten Satz. Der dafür nötige reguläre Ausdruck wird in der Variablen regex als entsprechendes Objekt gespeichert. Dabei wird hier die Slash-Schreibweise von Perl direkt interpretiert, um dann als Objekt in der Variable gespeichert zu werden. Die Anwendung des regulären Ausdrucks erfolgt mit Hilfe der Match-Methode des String-Objekts unseres Satzes. Dieser gibt uns ein Array aus Strings zurück, das durchiteriert wird und ausgegeben wird. Wie erwartet, gibt uns das Programm die 5 Wörter aus. Hier haben wir noch ein weiteres Beispiel. Diesmal versuchen wir, eine Uhrzeit auf Plausibilität zu prüfen. Wir gehen davon aus, dass diese Stunden, Minuten und Sekunden enthalten soll. Den dafür nötigen regulären Ausdruck bilden wir diesmal mit dem Konstruktor des
Regexp-Objekt. Dies ist zum Beispiel notwendig, wenn man einen regulären Ausdruck mit Hilfe einer Benutzereingabe bilden will. In diesem Fall würde der reguläre Ausdruck ja aus Laufzeitinformationen zusammengesetzt werden und würde nicht als solches schon vollständig im Quelltext vorhanden sein und interpretiert werden können. Zum Anwenden des regulären Ausdrucks verwenden wir diesmal nicht eine Methode des String-Objekts. Stattdessen benutzen wir eine Methode des Regexp-Objekts, und zwar exec. Hiermit können wir den regulären Ausdruck einmal anwenden und erhalten ein Array aus dem Match und den Fangklammern. Sollte es kein Match geben, gibt die Methode null zurück. Führen wir das Programm aus, so sehen wir, dass sowohl die erste als auch die zweite Uhrzeit entsprechend ausgewertet werden. Wir bekommen den Match und sowie Stunde, Minute und Sekunde isoliert voneinander in den jeweiligen Fangklammern. Nur die Zeit Nummer 3 ist falsch formatiert, denn hier sind nur Stunden und Minuten angegeben und es fehlt die Sekundenangabe. Fassen wir kurz das Thema JavaScript zusammen. Zunächst brauchen wir ein Regexp-Objekt. Dieses wird automatisch interpretiert, wenn im Quellcode entsprechend die Per-Notation verwendet wird, oder man benutzt den entsprechenden Konstruktor und kann dann den regulären Ausdruck als String übergeben. Zum Anwenden des regulären Ausdrucks stehen an String-Objekten die Methoden Search, Match und Replace zur Verfügung. Auf Seite des regexp-Objekts können die Methoden exec und test benutzt werden. Allgemein bleibt noch zu sagen, dass die regex-Engine ein wenig eingeschränkt ist. Sie kennt zum Beispiel keine Lookarounds und arbeitet immer in einem Multiline-Modus. Kommen wir zur letzten Programmiersprache in diesem Video, Python. Hier sehen wir auch wieder ein sehr einfaches Beispiel. Es sollen alle Umlaute durch die entsprechenden Umschreibungen ersetzt werden. Bemerkenswert ist gleich die erste Zeile, wo in einem Kommentar angegeben ist, welcher Zeichensatz denn in diesem Quellcode verwendet wird. Python besteht darauf, dass der entsprechende Zeichensatz angegeben werden muss, sobald irgendein Zeichen auftaucht, das nicht in dem reinen ASCII-Zeichensatz vorhanden ist. Viele Programmiersprachen scheren sich weniger um den verwendeten Zeichensatz, was dann immer wieder zu Fehlern in der Stringverarbeitung oder auch der Anzeige führt. Um in Python reguläre Ausdrücke zu nutzen, benötigen wir zunächst das entsprechende Modul. Ist dieses importiert, können wir statische Methoden dieses Moduls benutzen. Hier in diesem Fall Substitution, um entsprechend die Umlaute durch ihre Umschreibung zu ersetzen. Im Anschluss wird der so verarbeitete Text einfach ausgegeben. Wie wir in der Ausgabe sehen, wurden alle Umlaute und das SZ entsprechend ersetzt. Hier haben wir noch ein Beispiel. Dieses Mal haben wir wieder drei Sätze und wollen in allen alle Wörter finden, die länger als 6 Zeichen sind. Dabei wollen wir den ersten Buchstaben wieder in einer Fangklammer einfangen. Hierfür erschaffen wir uns zunächst erstmal ein entsprechendes regex-Objekt. Dies können wir mit der Methode compile des regulären Ausdrücke-Moduls erzeugen. Dieses Objekt können wir dann wiederverwenden, ähnlich wie wir es schon in C# gesehen haben. Für jeden der drei Sätze wird mittels findItter der reguläre Ausdruck angewendet. Er liefert zurück eine Collection von Matches, die Wörter enthält, auf die der reguläre Ausdruck zutrifft. Hier ist die Programmausgabe und wir sehen, dass alle Wörter entsprechend gefunden wurden. Fassen wir kurz die Verwendung von regulären Ausdrücken in Python zusammen. Zunächst benötigt man das entsprechende Modul. Ist dieses geladen, kann man statische Methoden dieses Moduls benutzen, um reguläre Ausdrücke einmalig auszuführen.
Will man dagegen einen regulären Ausdruck mehrfach anwenden, so sollte man ein Regex-Objekt mit Hilfe der Compile-Methode erzeugen. Dessen Methoden können dann zum Anwenden dieses regulären Ausdrucks benutzt werden. Abhängig von der eingesetzten Methode erhält man Match-Objekte zurück. Diese enthalten Informationen über den Match selbst sowie über die entsprechenden Fangklammern. Neben Programmiersprachen können reguläre Ausdrücke auch in ganz normalen Anwendungen benutzt werden. Hier sehen wir zum Beispiel OpenOffice bzw. dessen Fork LibreOffice. Im Suchen und Ersetzen Dialog gibt es die Möglichkeit, reguläre Ausdrücke zu aktivieren. Danach kann im Suchen-Dialog ein regulärer Ausdruck eingegeben werden. Im Ersetzen-Dialog ist es dann auch möglich, auf den Inhalt der Fangklammern zu referenzieren. Mit dem hier eingesetzten regulären Ausdruck können wir das Abkürzungsszenario vom Anfang dieses Videos in LibreOffice lösen. Nach einem Klick auf Alle ersetzen erhalten wir schließlich die abgekürzte Form des Titels. Wie schon am Anfang des Videos gesagt, ist es auch mit Microsoft Office möglich, entsprechend reguläre Ausdrücke zu nutzen. Microsoft nennt die im Suchen- und Ersetzen-Dialog allerdings nicht regulärer Ausdruck oder Regex, sondern Platzhalter. Man könnte jetzt meinen, dass es sich dabei einfach nur um Wildcards handelt. Dem ist aber nicht so. Hier sehen wir zum Beispiel spitze Klammern, die Wortgrenzen bilden. Wir haben den Stern, der als Quantor genauso wie in regulären Ausdrücken funktioniert. Anstelle eines Punktes für ein beliebiges Zeichen haben wir hier das Fragezeichen. Und die Klammern funktionieren genauso wie Fangklammern. Entsprechend kann man auch im Ersetzen-Feld auf die Fangklammern referenzieren. Mittels dieses Pseudo-Regex und der Ersetzung können wir mit einem Klick auf Alle ersetzen die Überschrift exakt wie am Anfang des Videos verlangt abkürzen. Hey, schön, dass du bis zum Ende des Videos durchgehalten hast. Das hat stellenweise bestimmt ganz schön geschlaucht. Aber zum Glück brauchst du dir das nicht alles merken. In der Videobeschreibung habe ich Links zu all den hier behandelten Themen. Und was ich möchte, dass du mitnimmst, ist: Es gibt reguläre Ausdrücke. Man kann sie in vielen Programmen und Programmiersprachen benutzen. Sie sind nicht nur Spielzeug für theoretische Informatiker, sondern nützliche Werkzeuge. Und mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal.